So, dann schauen wir mal, ob heute die Briefbombe dabei ist. Bonjour, meine Freunde der Leichen und seichten Unterhaltung. Ich habe so gemacht. Wir sehen nicht nur aus wie Affen, alle zusammen, sondern wir sind auch Affen. Heute gibt es mal wieder ein bisschen was von der Waffelpost. Oh, ich habe einen Haar im Moment. War immer noch drin. Crap. Ja, einfach runterschlucken, das sind Vitamine in den Haaren. Und Vitamine sind auch drin, ganz viele, ja. So, wir machen heute wieder ein bisschen Post auf. Ich habe mir hier schon einiges rausgesucht, auch wieder ein paar größere Sachen. Ich habe sehr viel immer noch hier liegen, weil ich will diese Videos nicht zu lang machen. Für die ganzen Leute, die sich wieder wundern, ich habe eine Mütze auf dem Hoodie und diese Kopfhörer, weil ich gerade nebenbei Musik höre, weil ich schneide das ja immer so ein bisschen in der Zeit, wo ich dann die Briefe aufmache. Und deswegen, das ist, jetzt schlage ich hier mit irgendeinem Brief von irgendwem, der wird dann sauer sein. Oder die Monika. Monika! Guck mal, ich glaube, es sind auch, glaube ich, wieder nur Frauen. Oder? Sarah? Sarah? Ich sehe Sarah. Ja, Sarah? Egal, sehen wir ja gleich. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem ersten von Monika. Und lass mich überraschen. Sehr geehrte Herr Sturmwaffel. ich bin ein Herr. Respektsperson und so. Dankeschön, Monika, für den lieben, süßen Brief. Das ist immer sehr schade, wenn Leute zu weit weg wohnen, irgendwie für die Games kommen. Aber ich finde sowas immer cool. You will come in my Fach. In my Fach auf the Fächer. Da ist der Schüssel noch. Okay, ja, alles gut. I will make this. Happening. Crabble die Dabble. Gehen wir mal weiter zu. Niemanden. Okay, gruselig. Warte, ich muss rausfinden, noch von wem das ist, aber. Ein Waffelreihe Gerz, guck mal. Voll cool. Oh. Wir sind waffelt, wir sind stolz drauf. Zack, zack, zack. Die Waffe zum Bein. Doreen! Dankeschön, Doreen. Danke, warte. I will put you there. That's good. Ich muss mir das alles nochmal einrechnen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Okay, so. Hallo Sturmwaffe. Zunächst einmal ein riesen Dank. Dass du mit YouTube angefangen hast. Gerne. Anna und Doreen. Guckst du mal. Dankeschön, Anna. Dankeschön, Doreen. Ich mach das natürlich. Ich hab den Umschlag hier. Ich muss mal irgendeinen Termin dafür finden, um das alles fertig zu machen. Das ist also mit den Autogrammen zurücksenden. Das sage ich in jedem Vlog, aber das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich schaffe das schon irgendwie. Und irgendwann kommt dann Post zurück und dann. Yay! Ja, da geht der Schissel direkt wieder ab hier. Guck direkt am Anfang hier. Whoa, Crazy Gamer Girl 89. Nee, Khan 01. Gamer Crazy Player. Sieht aber aus wie ein Dudorino. Weil Gamer Crazy Player? So ein bisschen so. Guck mal, das wurde tatsächlich aufgemacht von der Post. Ich habe ein bisschen Angst. AIDS! So, guck mal. Ein Brief. Sturmwaffe. Simon Unge. Ich habe einen Unge gespielt? Warum kriege ich Post für Simon? Hä? Okay, vielleicht sollte ich mal meinen Brief lesen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Machst du deinen Brief auf, steht er erstmal drin. Wäre cool, wenn du den anderen Brief Simon geben könntest. Dankeschön. Was zur Hölle, Alter? Ich weiß nicht, ob ich Simon so häufig treffe, denn wer mich eigentlich kennt, weiß, dass ich. Also Simons Brief ist auch richtig dick, so. Da hat er auf jeden Fall sich ordentlich Mühe gegeben. Aber, ich bin so ein bisschen geschockt, so, weil ich bin ja eigentlich auch kein Sekretär von irgendwem. Und wer mich kennt, weiß, dass ich mit Simon jetzt nicht so viel zu tun habe. Und von daher, ich tue mein Bestes, bitte mach das nicht mehr. Aber wie gesagt, Alter, ich bin halt kein Sekretär von irgendwem eigentlich. So. Und wenn irgendwie in meinem Brief steht, bitte gib den Brief an Simon, den anderen, ist so. Also er hat auch irgendwie geschrieben, das ist alles nett. Das macht weiter, deine Streams sind, oder dein Stream ist cool, du bist ein cooler YouTuber, dankeschön dafür, aber das finde ich dann doch ein bisschen schade, / perplex. Ich lege das jetzt einfach mal hier hin und guck mal, was ich damit mache, denn wie gesagt, ich habe eigentlich nicht so viel mit Simon zu tun, bis zu fast gar nichts momentan zumindest. Ja. Der Brief Simon ist deine Fanpost. Geiler Typ. Aber ein sehr langer Brief.
Ein sehr langer Brief und ein sehr ordentlich. Das ist halt wieder so, das ist halt wieder so, so krasse Mädchenschrift. Kennt ihr das? So richtig, richtig saubere, ordentliche Mädchenschrift auf dem, oh, das ist so krass. Ich konnte nie so sauber schreiben. Ich habe immer richtig, richtig Rotzplauke, Alter. Deswegen fallen mir Autogramme auch super schwer, weil ich super scheiße bin. Guck mal, und denen steht die Sorge. Ja, ich weiß, ich habe nicht die schönste Handschrift. Du hast eine mega krass gute Handschrift. Dankeschön, Sarah, auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr süßer Brief und du hast eine extrem coole Handschrift. So, und dann sollte ich mir erst das durchlesen. Das habe ich getan. Und dann durfte ich erst das andere openen. I will follow him. Follow him wherever he. Ey, cool. Eine coole, coole Fanart. Dankeschön. Das ist richtig cool. Guck, sieht aus wie ich. Ja. Mit der Pornolocke hier, Alter. Jason, wir haben einen Jungen das erste Mal wieder seit langem, okay. Jason, du bist ein... Oh, guck mal, cool, das wird fett. Guck mal, mega geil, guck mal. Ich glaube, die Zeichnung gab es auch mal im Bund. Und ich glaube, der hat die so ein bisschen nachgezeichnet. Also auf jeden Fall so eine ähnliche. Ich weiß nicht, ob es nachgezeichnet ist. Aber es gab auf jeden Fall mal so eine ähnliche in bunt. Dankeschön, Jason. Das ist richtig fett. Also das sieht auch richtig gut gezeichnet aus. Hier ist leider kein Brief dabei oder so. Der hat tatsächlich nur dieses Bild da reingelegt. Aber vielen, vielen Dank. Das sieht richtig, richtig cool aus. Dankeschön. So. Waffel Army. Wupp, wupp, wupp. Komm mal. Das geht direkt los mit so einem ganz coolen Stürmchen. Das ist voll cool. Die hat im Februar Geburtstag. Wie gesagt, ich lasse immer jetzt, ich habe so viel hier, ich kann das nicht in einen Vlog machen, weil die dann viel zu lange werden, aber ich mag das auf jeden Fall machen. Dankeschön, Pia, auf jeden Fall. Und für Julia, ich hoffe, Julia hat jetzt noch nicht Geburtstag, weil es ist ja schon Februar. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich brauche einen festen Termin mal, den ich für mich selber setzen muss, weil ich bin bei sowas echt so ein kleiner Slacker. So, jetzt geht's auf die großen Pakete. Die kommen jetzt, die großen Pakete, die großen. Denn hier ist schon mal so ein dickerer Umschlag am Stissel. Bitte erst Brief lesen. Okay, von wem ist das überhaupt? Von Phil, also wieder ein Junge, krass. We got two dudes, motherfucker, in the house. Oh, das ist hier runtergefallen. So, jetzt hast du erst den Brief lesen. Für die Hashtag Sturmhure, ja! Mein Wortschatz, der hat doch so einen kleinen Brief gebastelt, das ist richtig krass. Moment, ist das der Brief? Muss ich das aufmachen? Ich habe richtig Angst, Alter. Alter, wie krass man sowas basteln kann. What the fuck, warum ist da Geld drin? Oh, ich sollte vielleicht auch erst den Brief lesen. Bitte nicht. Bitte kein Geld schicken. Nee. Guck mal, der hat den Brief sogar so krass mit so Papier so zusammengefaltet. Das ist echt übel. Guck mal, Bergwerk. Bitte nicht. Der Esel nennt sich Matthias, das ist der Bergwerk. Das ist der Paluten und das ist der Sergeant Max. Woo! Deinen Wortschatz näher bringen, ist der weiße Umschlag. Ja, das ist der weiße Umschlag, aber warum ist da Geld drin? Ja, der Umschlag ist halt schon frankiert, deswegen, wozu das Geld? Phil, also Dankeschön, würde ich, guck da jetzt immer rein, ich bin leicht irritiert. Ich bin tatsächlich ein wenig irritiert gerade. Was ist denn hier noch drin? Also hier sind halt 5 Euro drin, oh, das möchte ich nicht. Ich glaube, ich schicke das auch wieder zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Gucken wir mal. Schmarotzer, verdammte Scheiße, was? Zicke-Zacke. Rage Kalian, der hat ja die ganzen Wörter reingemacht. Was ist denn noch? Das ist ja cool. Nee, aber bei aller Liebe, mein Lieber, du hast mir da 5 Euro, ich guck mal, wenn das echt ist, dann werde ich dir das wieder zurückschicken, denn das sind echte 5 Euro. Ich habe tatsächlich deinen Brief nicht entnehmen können, warum du mir 5 Euro geschickt hast, mein Lieber, aber ich werde das sofort wieder da reintun, denn wenn es eins ist, was ich nicht möchte, ist, dass ihr mir Geld schickt. Und von daher, Phil, danke irgendwie dafür. Ich habe es echt nicht ganz gecheckt, obwohl ich mir das jetzt zweimal durchgelesen habe. Aber der Wortschatz ist auf jeden Fall cool, aber bitte auch für die Zukunft, Leute, bitte schickt mir kein Geld, das möchte ich nicht. Das ist mir super, super unangenehm und das werde ich ihm auch wieder zurückschicken. Ich habe das jetzt gerade schon wieder hier in den Umschlag von ihm reingetan. Da sind die, warte, hier sind die 5 Euro schon direkt wieder drin. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ich laber dann irgendeine Scheiße. Denn, da bin ich kritisch. So, jetzt aber zum... Großer Geschoss, der Runde. Großer Geschoss, wie 2 Brüste, nur viereckig. Ist halt anders bei uns in Russland. Oh, nicht so schnell bei Großen. Oder ist wieder eine Handyhülle? Ne, das ist ein frankierter Rückbrief. Megabrief. Okay, was steht da drin? Bitte gib es an Simon Unge. Ach, die Handyhülle soll ich unterschreiben. Ah. Süß. Okay, ja, mache ich natürlich. Von wem war das? An der Stelle. Lennart, wieder ein. Okay, Thema nur Mädels eigentlich abgehabt. So, super. Man merkt auf jeden Fall bei den Jungs auch, dass die sehr, 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 sehr,
spärlich, also beziehungsweise, was heißt spärlich, aber einfach jetzt rumliegen sind. Jetzt das Problem, Lennart, wie gesagt, ich tue ja mein Bestes, dass ich das hinkriege. Ich habe die Handyhülle auch direkt reingetan, damit ich es checke. Werde ich machen natürlich. Wie gesagt, das geht dann mit den anderen Sachen raus. Ich hoffe, dass du jetzt nicht zu lange ohne Handyhülle bist oder sein musstest. Und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal wieder für die ganze tolle, tolle Fanpost. Das mit dem Ungebrief, müssen wir mal schauen, wie das geht. Wie gesagt, bitte sendet doch sonst die Fanpost direkt an die Postfächer der anderen Leute. Ich weiß ja, dass Simon auch ein Postfach hat. Welches das ist, weiß ich nicht, aber das wird er sicherlich auf seiner Seite noch verlinkt haben. Der hat ja auch mal so Postvlogs gemacht und so. Von daher aber vielen, vielen Dank dennoch an die ganzen super Briefe und die coolen Fanarts wieder mal. Wenn ihr auch was senden wollt und das gerade neu seid oder whatever XY, dann könnt ihr gerne unten unter den, im Video mal gucken. Da ist das Postfach auch angegeben. Da könnt ihr dann euren Schissel hinschicken und dann mache ich das immer nach und nach mal mit ein paar wunderbaren Postvideos. Zur Mütze, die Infos, die kommen irgendwann, wenn die Mützen halt fertig sind, bestellt sind sie. So sieht die Waffelmütze aus für alle Leute, die sie noch nicht aus der Nähe gesehen haben. Ist natürlich auch ein bisschen besser, wenn man keinen verdammten Kopfhörer darunter trägt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Dankeschön für süße Briefe. Ich habe noch ein paar viel mehr hier liegen. Und ich habe auch schon wieder gesehen, dass ganz viele neue angekommen sind. Von daher, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Postvideo wieder. In dieser Form zumindest. Tschüssen! Wow.